Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie Sie ein Software-Raid im Windows Server Betriebssystem erstellen. In früheren Videos haben wir bereits untersucht, was Raid ist, wie ein Computer für Raid erstellt und wie er mit Hilfe des Motherboards BIOS erstellt wird. Im selben Video werde ich zeigen, wie Raid in meinem Windows Server Betriebssystem mit einer grafischen Oberfläche erstellt wird. So, fangen wir an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Erstellen von Software RAID in Windows Server ist einfach. Zuerst müssen Sie bestimmen, welchen RAID-Typ Sie benötigen und das ist sicherzustellen, dass Sie die richtige Anzahl von Festplatten für diesen Typ haben. Danach können Sie mit dem Erstellen beginnen. Ich werde zeigen, wie man RAID 5 erstellt. Die Erstellung anderer Typen ist im Wesentlichen dieselbe und weist geringfügige Unterschiede auf. Dieses Beispiel ist also universell. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wählen Sie diesen Menüpunkt aus der Liste aus. Mit Systemwerkzeugen können Sie RAID 0, gestreiftes Volume, RAID 1, gespiegeltes Volume, RAID 5 und JBOD zusammengesetztes Volume erstellen. Um die für die Datenträgerverwaltung erforderlichen RAID-Typ zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der verfügbaren, nicht zugewiesenen Datenträger und wählen Sie den gewünschten Typ aus. Klicken Sie hier auf Weiter, fügen Sie alle erforderlichen Laufwerke hinzu. Weiter. Weisen Sie einem neuen Volume einen Brief zu und formatieren Sie ihn. Erledigt. Nach dem Schließen des Assistenten wird die Meldung angezeigt, dass die Festplatte konvertiert werden muss und alle Informationen dauerhaft gelöscht werden. Da in unserem Beispiel die Datenträger leer sind, klicken Sie auf Ja. Wenn die benötigten Informationen auf Ihren Festplatten gespeichert sind, müssen Sie sie zuerst an einem anderen Ort speichern. Nach dem Konvertieren und Erstellen von RAID 5 auf den Festplatten wird der Resynchronisationsprozess gestartet. Die Dauer dieses Vorgangs hängt von der Größe der Festplatten ab und ist ziemlich lang. Am Ende der Resynchronisation erhalten wir unser RAID. Es gibt die gleiche Möglichkeit, RAID im Windows 10 Betriebssystem zu erstellen. Sie können es auch über die Datenträgerverwaltung erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von Software RAID 10 in Windows 10 finden Sie in unserem anderen Videolink, den ich in der Beschreibung hinterlassen werde. Es gibt auch spezielle Dienstprogramme, mit denen Sie RAID erstellen und verwalten können, zum Beispiel das Intel Rapid Storage Technology Utility. Ich werde unter dem Video einen Link zum Dienstprogramm hinterlassen. Laden Sie die Anwendung herunter, installieren Sie sie und führen Sie sie es aus. Hier sehen Sie die folgenden Registerkarten. Status zeigt den Status des Systems und Ihrer Laufwerke an. Auf der nächsten Registerkarte erstellen können Sie von unserem Laufwerk sammeln. Wir klicken auf Erstellen, wählen den RAID-Typ aus. Das Programm ermöglicht das Erstellen der folgenden Typen flexibler Datenschutz RAID 1, 0, 5 und 10. Es gibt eine kurze Beschreibung jedes Typs. Wählen Sie die gewünschte aus und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie den Namen des Volumes an und wählen Sie die Festplatten für das Array aus. Wir markieren alle notwendigen und klicken auf Weiter. Stellen Sie bei Bedarf zusätzliche Parameter ein. Volumengröße und Datenbandgröße. Ich werde es standardmäßig verlassen. Als nächstes wird eine Warnung angezeigt, dass durch diese Aktion vorhandene Daten auf den folgenden Laufwerken dauerhaft gelöscht werden. Wenn Sie wichtige Daten gespeichert haben, kopieren Sie diese zuerst an einen anderen Ort. Setzen Sie eine Markierung neben Weiter und löschen Sie die Daten und klicken Sie auf Volume erstellen. Die Volume Erstellung ist abgeschlossen.
Wie Sie jedoch sehen können, müssen Sie vor dem Hinzufügen von Daten zu Ihrem Wohl mit Hilfe der Datenträgerverwaltungspartition drauf erstellen. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und sofort benachrichtigt das Dienstprogramm, dass Sie den Datenträger initialisieren müssen, damit der lokale Datenträgermanager darauf zugreifen kann. Wählen Sie den Stil des Abschnitts und klicken Sie auf OK. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf unsere Festplatte und erstellen Sie ein einfaches Volumen. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten. Fertig. Der RAID ist zur Verwendung bereit. Wenn Sie den Explorer öffnen, wird Ihre Festplatte angezeigt. Das Programm zeigt an, dass die Festplatte noch installiert wird. Die Dauer des Vorgangs hängt vom Volume der Festplatten ab. Mit diesem Dienstprogramm können Sie den Status Ihres RAIDs leichter verfolgen. Und wenn eines der Laufwerke ausfällt, wird es sofort angezeigt. In diesem Programm ist es einfach, eine ausgefallene Festplatte zu ermitteln. Dies kann anhand der Seriennummer erfolgen. Auf jeder CD auf dem Etikett befindet sich die Seriennummer. Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie Warnungen für Fehlfunktionen konfigurieren und sogar eine E-Mail-Adresse angeben, um die folgenden Warnungen automatisch zu senden. Richten Sie außerdem die automatische Wiederherstellung für den Fall ein, dass eine ausgefallene Festplatte ersetzt wird. Richten Sie die automatische Überprüfung und Korrektur von Festplattenfehler zu einem bestimmten Zeitpunkt ein. In den erweiterten Verwaltungsoptionen können Sie den Cache-Leerroute und Caching-Modus konfigurieren, sowie Dateninkonsistenzen auf dem Volumen überprüfen und korrigieren. Wenn Sie den Anweisungen folgen, können Sie ohne großen Aufwand eine der verfügbaren Software-RAID-Typen in Windows Server erstellen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Daumen hoch. Stellt eure Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.